Was für ein Fußballabend in Frankfurt. Die Eintracht holt gegen den FC Chelsea im Halbfinal-Hinspiel der Europa League im heimischen Stadion ein 1:1. Vor einer erneut beeindruckenden Kulisse. Ich sehe es so, dass es für mich ein absoluter Achtungserfolg war, was wir heute hier gezeigt haben gegen wirklich eine Spitzenmannschaft. Das hat man auch speziell vor der Pause und eine gute halbe Stunde nach der Pause gesehen, mit wem wir es zu tun haben. Das Ergebnis lässt uns trotzdem nochmal alle Möglichkeiten für das Rückspiel offen. Favorit wird trotzdem Chelsea weiterhin bleiben. Das waren sie auch vor dem Spiel. Die Trümpfe liegen bei Ihnen in der Hand, aber ich bin trotz allem zuversichtlich, dass wir auch in London was holen können. Ante Rebic wird auch wieder dabei sein, der uns sicherlich heute auch gefehlt hat. Ich bin trotzdem sehr, sehr stolz auf unsere Mannschaft, was wir heute hier gegen ein Spitzenteam gezeigt haben. Die Fans, die Zuschauer haben mit ihrer Choreografie uns wieder angesteckt. Fakt ist, wir müssen ein Tor erzielen, müssen, denke ich, fast zwei Tore erzielen, beziehungsweise das Spiel gewinnen. Deswegen müssen wir auch dort mutig auftreten und, wie gesagt, die Trümpfe liegen trotzdem bei Chelsea. Aber unsere Mannschaft hat in dieser Saison auch international schon oft tolle Leistungen gezeigt und überzeugt. Frankfurt begeistert, auch gegen den FC Chelsea. Die Hessen haben gezeigt, dass sie auch auf europäischem Spitzenniveau mithalten können. Schaffen sie das auch im Rückspiel in London, könnte der Traum vom Europa-League-Finale tatsächlich wahr werden.